In diesem Video wollen wir uns ein paar Beispiele zum kleinsten gemeinsamen Vielfachen von zwei Zahlen anschauen. Das erste Beispiel habe ich schon hingeschrieben. Was ist das KGV, das kleinste gemeinsame Vielfache von 12 und 36? Nun, das ist relativ einfach. Vielleicht siehst du es schon auf Anhieb. 3 mal 12 gibt ja 36. Und 1 mal 36 ist auch 36. Das heißt, 36 ist das kleinste gemeinsame Vielfache, die kleinste Zahl, welche sowohl durch 36 als auch durch 12 ohne Rest teilbar ist. Nun, das war ganz einfach. Schauen wir uns doch noch ein anderes Beispiel an. Was ist das kleinste gemeinsame Vielfache, das KGV, von, da nehmen wir jetzt 18 und 12. Nun, diese Aufgabe ist etwas schwieriger als die erste. Wir setzen deshalb die Primfaktorzerlegung ein und schauen dann, wie wir diese Primfaktoren so zusammenstellen können, damit sie dann wieder unser KGV ergeben. Beginnen wir mit der 18. Die 18 ist eine gerade Zahl, lässt sich zerlegen in 2 mal 9. 2 ist die Primzahl, 9 eine zusammengesetzte Zahl, die lässt sich zerlegen in 3 mal 3. Beides sind Primzahlen, das heißt, wir haben die 18 komplett zerlegt. Ich schreibe das mal hier drüben hin. 18 ist gleich 2 mal 3 mal 3. Dann machen wir dasselbe doch mit der 12. Die 12, das ist wieder eine gerade Zahl, das sehen wir an der 2 am Ende. An der einen Stelle 2 mal 6 gibt 12. 2 ist eine Primzahl, die 6 ist die zusammengesetzte Zahl, die zerlege ich weiter in 2 mal 3. 3 ist eine Primzahl, jetzt habe ich 12 komplett zerlegt, das heißt 12 ist gleich 2 mal 2 mal 3. Gut, wie kann ich jetzt diese Primfaktoren, diese zwei Zahlen, so kombinieren, damit ich das kleinste gemeinsame Vielfache von 18 und 12 finden kann? Nun, wir wollen das kleinste gemeinsame Vielfache. Das heißt, ich brauche nur so viele Primfaktoren wie notwendig und nicht mehr. Ich schreibe jetzt vielleicht zuerst gleich die Primfaktoren von 18 hin. 2 mal 3 mal 3. Das heißt, ich habe die 2, die habe ich, die 3, die habe ich und die zweite 3 habe ich auch hingeschrieben. Wie schreibe ich, welche Primfaktoren muss ich jetzt noch hinschreiben? Von der 12. Wir haben hier 2 mal 2 mal 3. Nun, die 2, die habe ich ja schon, nämlich hier. Die zweite 2, die fehlt mir. Die 3, die habe ich auch schon. Nämlich hier. Das heißt, ich muss nur diese zweite 2 hier, die muss ich noch hinschreiben und die schreibe ich hier vorne hin. 2 mal, das heißt 2 mal 2 mal 3 mal 3 ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 18 und 12. Und das gibt wie viel? 2 mal 2 sind 4, mal 3 gibt 12, mal 3 gibt 36. Nun, es gäbe auch noch eine andere Möglichkeit, wie wir das kleinste gemeinsame Vielfache von 18 und 12 finden können. Eine Methode, die funktioniert, aber vielleicht etwas viel Rechenarbeit erfordert. Wir könnten nämlich einfach die Reihen von 12 und von 18 aufschreiben. Ich mache das mal für die 18. Das wäre zuerst 18. 2 mal 18 gibt 36. Und für die 12, ja, haben wir einmal die 12,
2 mal die 12 ist 24 und 3 mal die 12 ist schon 36 und dann könnte man noch weiterfahren. Aber wir sehen, wir haben schon jetzt die 36 gefunden als kleinstes gemeinsames Vielfaches. Nun, weshalb sollte ich diese Methode hier oben benutzen und nicht die unten? Auf der einen Seite, es ist ja ziemlich spannend, was wir hier machen, ne? Wir zerlegen diese Zahlen 18 und 12 in ihre Primfaktoren. Das ist ja fast das gleiche, wie wenn man eine Zahl in ihre Atome zerlegt. Auf der anderen Seite auch diese zweite Methode. Wenn die Zahlen groß werden, denken wir mal 357. Was ist denn die Reihe von 357? Das ist wirklich schwierig, die aufzuschreiben und auszurechnen. Dann ist diese Methode, die Primfaktorzerlegung, viel einfacher. Ich hoffe, das war verständlich. Und sonst lernst du es noch in einem der späteren Videos.